So, und damit herzlich willkommen zurück zu MySQL Test Server. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob das überhaupt rankommen würde. Eigentlich müsste jetzt mein Klon. Egal, ich war trotzdem creative. Mein Klon kann nächste Woche noch. Nächste Woche wiederkommen. Nein, hatten wir gerade. Hatten wir auch gerade. Nein, was machen wir denn da? Das da. Das brauchen wir. So. Okay. Oh. Was ist das denn? Asia, Thailand, Minecraft Game at. Lol. Warum wird er mir ganz oben vorgeschlagen, wenn der eh voll ist? Das macht keinen Sinn. Okay. Interessiert uns nicht. Wir nutzen sowieso den hier. Das ist meine Welt, so wie sie mir gefällt. So, warte. Okay, wir wollten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lehm wollten wir suchen, ne? Lehm und noch irgendwas. Keramik, glaube ich. Oder ist Lehm Keramik? Keine Ahnung. Ich glaube, müsste eigentlich. Eigentlich. Mal gucken. Ich krieg die Krise, die Kiste ist ja immer noch auf. Wollt ihr mich verarschen? Was stimmt? Nicht mit der Kiste. Hätte sich damit geklärt. Sehr schön. So, hier wächst alles schön freudig vor sich hin. Sehr gut. So oder so ähnlich. So, was brauchen wir jetzt genau? Also, wir brauchen einmal, wollten wir Teer herstellen. Dazu brauchten wir die ganzen. Ne, die Kiefernbäume brauchen wir. Ah. Kiefernbäume müssen wir also ein paar suchen. Ich hab. Hey, wir haben Kiefernbäume dabei. Haben wir Kiefernbäume von der Nähe? Ne, das ist doch hier keine Kiefer. Kiefer, 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 Kiefer. Was? Das hinten müsste eine Kiefer sein, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, brauchen wir Kiefernholz, aber dann haben wir jetzt sogar ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, was brauchen wir denn zum Beispiel für, weiß nicht, ein Waschbecken oder ein Bad. Wir gucken mal einfach mal ein bisschen rum hier. Boah. Nani. So, nee, was ist das? Friend SOO? Was ist das? Was tut das? Was macht das? Warum ist das das? Genau. Marmorplatte? Nee, Marmor braucht man noch nicht. Wir brauchen noch kein Marmor, oder? Nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen. Genau. Dafür brauchen wir Eisen. Wir werden also früher oder später definitiv auf eine Eisensuche gehen müssen. Bleibt da noch nicht übrig. Doch, Marmor. Okay, dann brauchen wir sie doch Marmor. Na gut, dann ist es halt so. Wie stelle ich Marmor her? Ah, okay, also brauchen wir doch Lehm. Okay, gut, gut, Lehm. Lehm brauchen wir. Lehm und Teer. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür wir das Teer brauchten. Ha, lol. Gut. Lehm abbauen, dafür brauchen wir eine Schippe. Für eine Schippe brauchen wir irgendein Material, wovon wir genug haben. Zum Beispiel Bronze und wir brauchen ein bisschen Holz. Haben wir Kiefernzäpplinge? Wenn ja, würde ich jetzt einfach ein paar Kiefern aufstellen.
Kiefer, 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 Kiefer. Blueberry, trocken. Kiefern-Setzling, yay! Komm her. Wir setzen jetzt hier einfach mal ein paar Kiefern hin. Zum Beispiel. Ins Wasser, geht das? Ja, man kann es ins Wasser stellen. Dann haben wir quasi Wasserkiefern. Macht nicht Sinn, aber ist stylisch. Da finden wir sie auf jeden Fall wieder. So, das sollte passen. Sieht ein bisschen eng aus, oder? Ach, geht. Easy. Wir brauchen bloß das Holz. Von daher. So, okay. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Das heißt, einmal Bronze. Einmal das. Und dann nehmen wir uns erstmal eine Schippe. Ich muss mal kurz mein kleines Rad hier auslernen. Ich habe von allen viel zu viel. Vor allem von den Sachen, die sowieso keiner braucht. Blumen kommen hier rein. Okay. Dann legen wir mal los. Am besten klauen wir uns mal unser Boot, weil wir müssen jetzt eine Weile durchs Wasser, weil Leben im Wasser am vorrätigsten ist. So. Ah, da haben wir schon die erste gefunden. Yay. Yay, mit einem Atemzug geschafft. Lol. Okay, dann fangen wir mal direkt zum nächsten. Da hinten sind noch zwei Stellen, sehr schön. Das ist ja das, was ich meine. Lehm ist relativ vorrätig, also relativ stark vertreten. Leider wächst Lehm, soweit ich weiß, aber auch nicht nah. Das heißt, es ist leider zwar viel vorhanden am Anfang, aber eben nur am Anfang, weil es leider eine endliche Ressource ist und keine unendliche Ressource, die immer wieder nachwächst. Das ist natürlich schade. So, gehen wir mal hier hin. Hier haben wir gleich drei Stellen. Vier Stellen. Da. Eins, zwei, drei, vier. Dann ist sogar auch gleich noch eine Stelle. Lol. So viel Leben direkt hier. Achso, okay, das ist so eine kleine Stelle. Oder auch nicht. Wow, die Stelle war noch größer als andere Stellen. Kann man sich hier, kann ich hier atmen? Ja, ich kann atmen. Yay! Lol. Easy peasy, lemon squeezy. Das Witzige ist, Lehm erkennt man unter Wasser besser als im Wasser. Was? Unter Wasser besser als über Wasser. Jetzt werde ich gleich geflutet. Ja, jetzt werde ich geflutet. Aber doch eine relativ große Fläche. Ja, hier ist überall Lehm. Guckt euch das mal an. Welch mannigfaltige Auswahl. Siehst du, unter Wasser erkennt man Lehm extrem gut. Die Frage ist, wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch? Und jetzt noch. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit, weil wir werden. Man braucht halt leider für extrem viele Sachen Keramik. Und damit dann nehmen wir dementsprechend auch. Also, ich habe Marmor. Ich mir hier einfach immer so einen Unterschlupf mache. Oh! Wir sind am Verhungern.
Warum sagt das denn? Dig, wie viele Leben wir schon haben? Lol. Ich packe mal ein bisschen Leben nach oben. Beziehungsweise kann man das auch gleich komprimieren? Ja, das war dumm, ich weiß. Ja, kann man. Wir machen mal alles. So. Da, komm, da hoch. Bam. Oh, passt genau. Ja klar, muss ja passen, weil eben, man bekommt ja von einmal abbauen, bekommt man ja viermal Leben. Von daher muss es ja auch durchfehlteilbar sein. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Welch mannigfaltige Verfügbarkeit von Leben hier herrscht. Sehr gut. Sonst noch was? Ah ne, jetzt weiter Sand. So, da hinten dürfte noch mal Leben. Dann fahren wir doch mal schnell hin. Sollte es ja bald fast reichen. Wunderschöne Schuppe. Was? Hä? Ach so, ja. Wow. Jetzt war ich gerade irgendwie im Fackelmodus. Bei Fackel brauchen wir ja nur einen Dingsmonster. Plündere den See. Wisst ihr, in die Höhle wollten wir auch noch mal reingehen, ne? Da war ja was. Da blinkt das Wasser. Wo war es jetzt noch? Wo war da noch eine Fläche, wo ich rein wollte? War das hier hinten? Ja, hier. Gehen wir runter. Okay. Gut, sollte erstmal reichen, so viel wie wir haben. Wenn nicht, sieht man ja, wie leicht wir an Neues rankommen. Das heißt, wir können auch ganz schnell wieder weiteres holen, wenn es wirklich was fehlen sollte. Weil hinten das Meer ist noch groß und ja, voll von Leben. Ah, der erste Baum ist bereits gewachsen. Sehr schön. Im Wasser. Ach, hier ist bereits ein Boot. Na, schauen wir mal gucken. Hallo? Hallo? Achso, mein Inventar ist voll. Ha. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich eine Sache für sich. Danke. So, jetzt haben wir ganz viel Leben. Müssen wir jetzt Leben noch brennen, ey, ne? Oh Gott, wie wird ein Keramik auf Englisch geschrieben? Ah. Keine Ahnung. Ach so, man muss einfach nur zusammen craften, ohne zu brennen oder sowas. Lol. Gut, wir brauchen auf jeden Fall auch Aua. Eine ganze Menge Teer. Ja. Das heißt, wir brauchen ganz viel Kiefernholz. Jo, zwei Bäume sind schon gewachsen. Das ist sehr schön. Haben wir noch Werkzeuge drin? Irgendwie eine Axt oder sowas? Nee, ne?
Doch. Wir haben eine Axt. Das ist aber sehr schön. Der Wetter ist leider immer noch zugeklatscht. Mal hier ein bisschen was davon rein. Gut, meine Blätter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wobei, als Brennmaterial ist es ganz gut. Und da wir eine ganze Menge Lehm, Teer machen müssen, werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Menge brauchen. Was, wir haben gerade mal ein Sapling bekommen? Ist ja nicht gerade sehr viel. Das ist wirklich nicht sehr viel. Von zwei Bäumen nur ein Sapling bekommen, das ist schlecht. Easy. Noch ein bisschen Kakao. Warte, wir haben mittlerweile viel Kakao. Brauche ich mal mittlerweile fast genauso viel Teig, damit wir überhaupt so viele Kekse machen können. Ich glaube mal, die Kakaoproduktion können wir erstmal ein bisschen ruhen lassen. Baumwolle ist immer gut. Und einen haben wir noch übrig. Sehr schön. Okay. Genau. Erstmal zu unserer komischen. Hier. Und die Blätter wegbringen. Und dann gucken wir mal wegen den Steinen. Ich brauche echt mal Kisten. Ich sollte langsam anfangen, hier ein paar Kisten reinzustellen in die Wohnung. Wie war denn das? Ein Bett haben wir bereits gebaut, ne? Genau, ein Bett und... Ach, Ofen haben wir auch schon gebaut. Okay, gut. Hier soll die Küche hin. Die Frage ist, wollen wir auch bei der Küche die Kisten hinmachen? Zumindest ein paar, damit wir... Also, die Kisten quasi für Nahrung, die können wir da reinpacken. Das Problem ist halt, wir haben noch kein Eisen. Oder haben wir mittlerweile Eisen? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall brauchen wir noch irgendwo Kisten. Wir brauchen irgendwo noch einen Ort, wo wir ein paar Kisten hinstellen können. Da wäre zum Beispiel diese Wand hier ideal. Können wir mal gucken. Erstmal, wie gesagt, gucken, ob wir Eisen haben. Wow. Oh Gott. Alter. Okay. Damit wär's dann, ups, damit wär's dann, bewiesen, oder nee, nicht bewiesen, sondern, geklärt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal da hinten in die Höhle rein. Und klauen uns mal, ah, siehst du, jetzt bekommen wir von einem Baum drei Stück. Das ist so random. Na gut, okay, war ja auch ein großer Baum. Trotzdem random. So, okay, wir gehen jetzt hinten in die Höhle rein und dann würde ich mal sagen, wäre es günstig, Feuer und Sachen hier rauszupacken. Wir sollten ja auch mal sortieren. Okay, das ganze Gemüse, also alles, was hier einfach mit. Nein, das sind Samen. Nisseple. Oh Gott, das ist halt alles so. Kann man das extrahieren? So, was habe ich denn hier gemacht? Oh. Ja gut. Ach nee, kann man nur Stöcker drauf machen. Na gut, dann nicht. Dann kommst du auch mit da rein. Ist sogar schon was drin. Und unser Leben. Wisst ihr was? Schmeiß ich auch erstmal hier rein. So ungefähr. Genauso wie die Erde. Weil wir haben langsam echt zu viele Ressourcen. Wir bekommen.
kommen langsam aber sicher echt Platzprobleme. Aber das ist Problem. Das Problem ist, das hier ist eine geschützte Kiste. Das hier auch. Das ist aber keine geschützte Kiste. Fuck, fuck, fuck. Wir brauchen mehr geschützte Kisten. Wir brauchen sowas von mehr Gestein. Das geht ja mal gar nicht. Wisst ihr was? Die Kiefern schmeiße ich gleich mal hier rein. Brauchen wir für Thea. Du kommst da mit rein. Silbersand. Was macht's denn da? Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst und schon wird die Kiste auch langsam voll. Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Hallo, die Waldfee. So, ein paar Teile haben wir mittlerweile auch schon gesammelt. Sehr schön. Blueberries, Fackeln, Fenster. Jo. Wisst ihr was? Eigentlich können wir die doch gleich verbrennen. Nee, lieber nicht. Vielleicht können wir dadurch später noch eine Hecke machen oder sowas. Mal schauen. So. Hier, wie sieht's hier aus? La 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 la. Achso, genau, haben wir für die Wolle. Fürs Bett brauchen wir so viel. Na gut, okay. Nee, für die ganzen Fensterrahmen hatte ich so viel gemacht gehabt. Bis ich dann merkte, dass das viel zu viel ist. So, du kannst hier auf jeden Fall mal raus. Ich kann mal getrost verbrauchen. Da bekommst du erstmal wieder. Nein. Da bekomm. Hallo, was ist da? Du erstmal wieder da rein. Ich muss hier unbedingt mal sortieren. Also, du kommst nach da. Daneben kommst du. Daneben kommen dann die anderen beiden. Also du und... Nicht, nee, nicht Gerste. Was ist das andere? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Weg hier. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Du kommst komplett raus. Was bist du denn? Kann man dich verbrennen? Ja! Ah ja. Boah, Digga, wie lange brennen die denn? Kann es sein, dass die einfach intern als Holzblock gelten? Heilige Scheiße, Maria Josef. Okay, das ist heftig. Das ist nice. Wow. Das ist ja ungeahnte was auch immer. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Und ihr beide kommt nach da. Du kommst nach da. Okay. Oh. Hier ist noch diverse. Alter, das gibt's doch gar nicht. Fuck die fuck, fuck die fuck, fuck die fuck die fuck die fuck. Wir dürfen hier auf jeden Fall nicht unser ganzes wertvolles Zeug reinmachen, weil wie gesagt, die Kiste ist halt leider nicht abgeschlossen. Das heißt, genau, das soll zum Beispiel packen wir hier nicht rein. Aber alles andere kann eigentlich drin bleiben. Alles andere ist nicht so wertvoll, dass man sagen muss, okay, das wäre schlimm. Ach, guck mal, ehrlich, oh, fuck off. Es ist so viel. Fuck mal. Okay. Was jetzt? Genau. Weizen ist ganz links. Ich werde hier ein bisschen Platz machen. Denn wir werden viel Platz brauchen. So, hier kommt Reis und dahin kommt Baumwolle hin. Okay. Dann haben wir jetzt Oat. Das ist das. Kommt dahin. Why?
Why ist Why so selten? Nanu? Also das ist wahrscheinlich diese Gerste. Aber wo ist denn Y-Samen? Oder habe ich davon noch gar keine? Das wäre natürlich ein bisschen seltsam. Was? Was ist das denn schon wieder? Ach, wow. Ich habe hier so Reis gelesen. Ich bin nicht bescheuert, Alter. Das ist Reiskörner und dann muss nur irgendwo... Oder nee, ist das der Reis? Was heißt Grains auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ach, okay, doch. Also, ist das das und das das und das kommt da und das kommt dahin. Perfekt. Okay. Sehr schön. Habe ich hier schon mal ein bisschen Ordnung, ja? Meine, man muss ja mit der Ordnung nicht übertreiben, aber zumindest, dass man so ein bisschen ahnen kann, wo was ist. Das hier sind Blumen, die gehören gar nicht rein in die Kiste. Das sind Beeren. Da haben wir noch mehr Beeren. Dann haben wir Gurken. Leider noch keine Tomaten. Kartoffeln. Aber wir haben schon Zwiebeln. Zwiebeln mache ich mal nach ganz hinten hin, weil Zwiebeln zählt eher unter... Ach doch, wir haben Kartoffeln. Lol. So, Kakao kommt erstmal nach ganz oben. Das ist erstmal am unwichtigsten. So. Genauso wie Schokolade. Ah ne, Zartbitter. Stimmt, wir können dann hier aus der reine Zartbitter-Schokolade machen. Da war ja was. Gut, dann können wir es ja doch so verwenden. Geil, geil, geil. Dann mache ich das auch direkt mal. Bam, bam, bam. Sehr schön. Sehr schön. Und das nehmen wir auf. Voila. Gut. Okay, ich mache mal ein bisschen Feierabend. Das nimmt sie. Das ist ja hier. Zeitraubend as fuck. Oh, drei Bäume gemustert. Können wir in der nächsten Folge dann gleich mal fällen. In dem Sinne, schauen wir vor.